Herzlich willkommen auf der Berglandkarte und damit herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming hier mit einem kurzen Video über ein neues Projekt, was wir haben. Und zwar möchten wir hier auf dieser Karte versuchen, einen Hof komplett autark zu führen. Das heißt, der ist völlig unabhängig von Dieselkraftstoff. Das heißt, wir versuchen, einen Hof komplett zu führen, der auf Methan und elektrischer Energie läuft. Die Idee dahinter ist, dass wir hier eine Mischform machen zwischen Let's Play und Livestream-Mitspiel-Server und natürlich, wo ihr mitmachen könnt, dann am Donnerstag jeweils, wenn es darum geht, diesen Hof weiterzubringen. Ihr könnt dann mitmachen und da kommen wir gleich drauf, wie das geht und was vonnöten ist, damit ihr mitmachen könnt. So, wir fliegen gerade auf unseren Hof zu. Der ist hier vorne schon zu sehen. Wir gehen auch gleich runter auf den Hof, damit ich euch ein bisschen erzählen kann, was ich vorbereitet habe, was vorgesehen ist. Und ja, wir schauen uns dann auch die Details an. Das ist ein Teil des Hofes, den bespielen wir nicht oder zumindest erstmal nicht, denn das ist zu viel für den Anfang alleine. Und deswegen gehen wir ein bisschen weiter und schauen uns das an. Während wir dahin fliegen, möchte ich erklären, wie das geht mit dem Mitmachen. Wir streamen am Donnerstag von dieser Karte, wo ihr mitmachen könnt. Der erste Donnerstag wird natürlich erstmal nicht möglich sein, dass ihr gleich mitmacht, denn ich möchte, dass ihr auch das Konzept ein bisschen kennenlernt. Ab dem Donnerstag habt ihr die Möglichkeit, euch beim Discord bei uns zu melden und zu sagen, dass ihr mitmachen möchtet. Und zwar habt ihr dazu Zeit bis zum Dienstag. Ich hätte gerne, dass diese Zusage verbindlich ist, damit wir natürlich den Stream auch einigermaßen vorbereiten können und auch schon ein bisschen die Rollen zuteilen können. Ihr meldet euch bis zum Dienstag der folgenden Woche an. Dann am Mittwoch kriegt ihr die Zugangsdaten. Und wir geben euch natürlich dann auch die Zugänge, so damit wir am Donnerstag einwandfrei und ohne große Probleme schon vorbereitet auf den Server gehen können. Es ist leider in der letzten Zeit immer wieder passiert, dass Leute mitmachen wollen und das war dann so eine Last-Minute-Entscheidung und dann gab es Probleme mit der Verbindung bei Discord oder dann gab es Probleme mit dem Passwort oder mit den Mods, die nicht funktionieren. So habt ihr die Möglichkeit, ab Mittwoch das vorzubereiten, sodass ihr ready seid, um natürlich dann am Donnerstag mitzumachen. Das ist die Idee dahinter, wie das geht mit dem Mitmach-Server. Wir sind angekommen auf dem Hof. Ich erkläre mal kurz die Traktoren. Wir haben hier einen Hürlimann Elektrotraktor. Dann haben wir hier auch einen McCormick elektrischen Traktor. Dann haben wir hier den Valtrak in die Q-Serie in der Methan-Version. Wir haben einen Klaas in Methan-Version und zwar den Axion 69. Und wir haben einen Radlader, den New Holland, der natürlich auch auf Methan läuft. Des Weiteren haben wir hier eine Zapfstelle für elektrische Energie, also zum Laden des Gerätes und hier für das Laden des oder Tanken von Methan für die Traktoren. Hier haben wir das Güllefass, das werden wir wahrscheinlich ziemlich viel nutzen. Hier haben wir das Herzstück von diesem ganzen Projekt und zwar ist das die ETME Modulare BGA von Castor vom Deutschschweizer Agrarservice. Und zwar haben wir hier verbaut und zwar klein angefangen mit einem mittleren Bunker, einen kleinen Fermenter und einen Nachgärer, den kleinsten. Des Weiteren haben wir hier unten das Güllelager und das Gärreste-Lager. Des Weiteren auf dem Hof haben wir zwei Kuhställe mit jeweils 250 Kühe drin. 500 passen jeweils rein. Hier haben wir Holsteiner drin und beim anderen haben wir die Angus-Rinder drin. Das heißt, wir können hier nicht nur auf Milch produzieren, sondern auch auf Fleisch, so dass wir da eventuell ein bisschen mehr Gülle davon bekommen. Des Weiteren habe ich im Prinzip alles das Equipment so belassen, wie es ist, außer natürlich den Traktoren und ein paar kleine Änderungen habe ich vorgenommen. Hier haben wir das große Durchfahrsilo. Wir haben hier
ein Multifrucht-Silo. Hier drüben haben wir einen Hühnerstall. Da haben wir erstmal, glaube ich, 250 Hühner drin. 500 Hühner drin von 1500, die reinpassen. Dann haben wir hier die Schweine. Das ist ein Schweinestall mit Platz für 125 Schweine. Hier haben wir 75 Schweine drin. Die sollen vor allem Gülle geben. Wir können hier, oder ich will hier auch kein Stroh einfüllen. Stroh können wir, geben wir bei den Kühen rein, damit wir Mist bekommen und natürlich die Gülle. Hier haben wir zwei Unterstellhallen, und zwar haben wir hier zum einen mehr oder weniger das Graslandarbeitswerk drin. Hier ist das Mähwerk, die Ballenpresse. Wir haben einen Schwader und einen Wender. Hier haben wir den Fendt 10T, oh, einen riesengroßen Drescher, aber der ist auf jeden Fall auch auf Methanbetrieb. Hier draußen haben wir ein paar Bodenbearbeitungswerkzeuge plus das Schneidewerk für den Drescher. Und hier haben wir alles, was so irgendwie Anhänger ist. Also bei den Ladewagen haben wir einen Anhänger, den habe ich dazu gebracht. Dann haben wir hier den Ladewagen von Klaas, und wir haben hier eine Sämaschine und einen Überladewagen. Das ist das, was zum Hof gehört, wie wir starten werden. Und wir werden uns konzentrieren natürlich auf die Produktion von Silage und natürlich auch von Gras oder Heu, damit wir die Kühe füttern können. Des Weiteren brauchen wir natürlich auch Stroh. Das ist so dieser Bestandteil, den wir brauchen für die Mistproduktion und natürlich auch für die Herstellung der Mischration. Wir schauen uns mal kurz die Umgebung an des Hofes, damit ich euch auch sagen kann, welche Felder zum Hof gehören. Wir haben hier gleich nebenan haben ein großes Weizenfeld. Das ist dafür gedacht, dass wir das Stroh bekommen und dass wir die Hühner füttern können, und der Rest wird verkauft. Das ist ein Feld, das zum Hof gehört. Dann haben wir hier weiter vor uns haben wir ein Maisfeld. Das ist natürlich noch nicht so weit. Das werden wir häckseln, um natürlich Silage zu bekommen. Und diese Silage ist vor allem gedacht für die BGA. Ja? Dann haben wir hier drüben haben wir ein Grasfeld. Das ist dieses hier. Das ist natürlich dazu gedacht, um Heu zu produzieren und im ersten Schnitt erstmal, glaube ich, die Hälfte Heu und die Hälfte Gras, damit wir hier Grassilage herstellen können, damit hier auch das Futter für die Kühe schon mal einigermaßen gesichert ist. Das ist die Situation. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir wollen 200.000 Euro mit dem Verkauf von Methan und Strom erzeugen. Das heißt, wenn wir die 200.000 Euro an Verdienst vom Verkauf von überflüssigem Treibstoff erreicht haben, würde die Serie beendet. Ihr könnt mitmachen, indem ihr, wenn ihr die Serie interessant und spannend findet, könnt ihr mitmachen, und natürlich im Sinne von je 10 Euro Spende. Das heißt, wenn 10 Euro erreicht werden an Spenden, mit dem natürlich mit dem Kennwort autark, dann wenn wir 10 Euro erreichen, wird die Zielsetzung um 20.000 Euro erhöht. Das heißt, wir starten mit 200.000 Euro Zielsetzung, 10 Euro dazu, dann ist die Zielsetzung 220.000. Das ist so, wie wir das machen wollen, damit wir natürlich auch sicherstellen können, dass wir auch Servers und so weiter auch finanzieren können, und natürlich auch einfach damit hier ein bisschen mehr Verbindlichkeit in die Sache kommt. Das ist die Idee dahinter. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Habt ihr noch weitere Anregungen, Ideen und so weiter, dann bitte gerne das Kommentarfeld nutzen. Das ist ein Video mit einem Ausblick darauf, was wir vorhaben in den nächsten paar Monaten. Zielsetzung: bis zum Ende Jahr möchten wir 2000 Abonnenten erreichen.
Und dann möchten wir natürlich dann weitermachen, denn wir haben eine Zielsetzung, die ist schon lange in der Luft. Das sind 2500. Bei 2500 gibt es die Facecam von mir. Und das ist einfach mal das, was im Raum steht. Das sind die Ziele, die wir vor uns haben für die nächsten paar Monate und vielleicht sogar bis Ende Jahr. 2500 bis Ende Jahr wird schwierig werden, aber 2000 könnte durchaus drin sein. In dem Sinne würde ich sagen, ihr freut euch darauf. Ich hoffe, ihr findet das interessant. Wir werden sehen, wie wir am Donnerstag starten werden. Am Donnerstag ist noch kein Mitmach-Stream, sondern das ist dann einfach mal für das Team von Mr. Bauer Gaming rund um Darius und Co. Die werden dann erstmal den Anfang machen. Danach, bis zum Dienstag, habt ihr dann Zeit, euch quasi einzuschreiben, um hier mitmachen zu können beim nächsten Stream. Ja. Soweit, so gut. Ich würde mal sagen, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.